den absoluten Wahnsinn, einen Krimi mit eigenem Drehbuch oder nur einfach Spannung pur, erlebten die Zuschauer in der Margon Arena. Am Ende brachen bei den Spielern, Fans und Verantwortlichen der Dresden Titans sprichwörtlich alle Dämme. Beim Endspiel um den Klassenerhalt in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B überstanden die Titanen eine zweifache Verlängerung und gewannen die Partie mit 100-96 gegen Konstanz. Damit haben sich die Hausherren den Klassenverbleib gesichert, wohingegen die Mannen vom Bodensee den Gang in die Regionalliga antreten müssen. Aubrey Connolly ist unser bester und erfahrenster Spieler im Moment. Und er hat es dann auch geschafft, ganz am Ende eben doch noch Jason daran zu hindern, zu punkten. Aber bei Dresden hat dann halt, ist dann der Nächste in die Bresche gesprungen. Und das war im Prinzip auch eine Geschichte, dass Dresden sehr, sehr ausgeglichen gepunktet hat als Team. Sehr gut verteilt und auch irgendwie auch verdient gewonnen hat. Die Dresdner feierten ihren Sieg wirklich ausgelassen. Dabei hatte mal wieder alles nicht so angefangen, wie es sollte. Die Mannschaft um Robert Haas wirkte nervös und zu Beginn der Partie schien auch der Korb der Konstanzer wie vernagelt. Immer wieder Fehlwürfe sorgten gleich für einen 10-Punkte-Rückstand. Frederik Henningsen, der insgesamt 35 Punkte warf, konnte schalten und walten, wie er wollte, da sich die beiden Topscorer, Aubrey Connolly und Jason Boucher von den Titans, immer wieder neutralisierten. Dann fingen sich die Elbriesen doch und konnten bis zum Halbzeit-Tee den Rückstand auf 4 Punkte zum 38-42 verkürzen. Beachtlich dabei, dass schon zu diesem Zeitpunkt fast jeder Dresdner sich in die Schützenliste eingetragen hatte. Mit Sicherheit war sehr laut in der Halle und die Fans haben hier wirklich, wirklich versucht, als sechster Mann zu agieren. Und das war bestimmt ein Vorteil, aber ich glaube, das war einfach bei uns sehr schwierig, weil wir unter dem Korb wenig Optionen hatten. Und Dresden 24 Freiwürfe mehr für sich herausgearbeitet hatte. Ich glaube, das war die entscheidende Zahl heute. Nach dem Seitenwechsel konnte sich zunächst keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen. Erst beim 69-60 für die Titans dachten die ersten der insgesamt 1210 Zuschauer, das war's, wir bleiben drin in Liga 2. Doch Konstanz zeigte Kampfeswillen, Nervenstärke und glich bis zur Schlusssirene aus. Jetzt begann die Nervenschlacht, die, wie ja bereits bekannt, doch noch ein gutes Ende nehmen sollte. Nach der ersten Verlängerung stand es 84-84. Es musste also weitere 5 Minuten nachgesessen werden. Ein ständiger Führungswechsel bescherte allen in der Halle einen regelrechten Adrenalinkick und eine ständige Achterbahnfahrt der Emotionen. Doch mit seinen beiden letzten Punkten von der Linie machte der Dresdner Jason Boucher endgültig den 100-96 Sieg und den damit verbundenen Nichtabstieg klar. Ich denke schon, dass wir, wenn man über die 2 Spiele guckt, verdient gewonnen haben. Wir waren die überlegene Mannschaft über die ganzen 4 Spiele und Gratulation an die Fans und an das Team. Ich muss sagen, eine riesengroße Erleichterung, ein riesengroßer Stein ist einfach nur runtergefallen, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben, dass wir nächstes Jahr nochmal auf so einem Niveau Basketball spielen können, gerade ich. Das finden echt viele in meinem Alter und ich bin einfach nur glücklich, dass wir das gemacht haben heute. Double Overtime, unglaublich. Also es ist ja für die Stadt, für das Team, für die Fans. Wir wollen alle, dass hier Problem bleibt. Vielleicht hat er ein bisschen Schicksal, ein bisschen Glück heute mitgespielt, wir wissen es nicht. Wir haben gewonnen, wir sind weiter in der zweiten Bundesliga Pro B. Unglaublich. Nach diesem Zittersieg, den keiner noch einmal so erleben möchte, können nun die Verantwortlichen mit den Planungen für die kommende Saison weiter fortfahren. Ein ganz großer Meilenstein war heute, dass in dieser Woche schon die Ostsächsische Sparkasse das Hauptsponsor verlängert hat und auch jetzt nochmal etwas mit draufpackt im Falle des Klassenerhalts, was ja heute nun sicher ist. Allerdings gibt es auch 1-2 Sponsoren, wo wir mit großen Fragezeichen im Raum stehen. Und da müssen wir jetzt schauen, ob diese Fragezeichen am Ende sich positiv für uns auswirken oder ob wir da Ersatz finden müssen. Das ist aber jetzt die Aufgabe des Managements, des Vorstands der nächsten Monate. Und dann werden wir sehen, was für ein Etat wir zusammen haben. Auf jeden Fall wollen wir die Mannschaft im Großen und Ganzen beibehalten und schauen, dass wir sie definitiv im nächsten Jahr verstärken. Nach der sicherlich dicken Sause geht es dann in die Vorbereitung auf das letzte Spiel in der kommenden Woche gegen Hanau, was aber nur noch rein statistischen Wert besitzt.